Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Timolia-Turnier. Heute mit dem Kit von allen möglichen Leuten, die hier mitmachen. Und ja, wie ihr im Titel schon erkennt, werde ich heute auch sagen, wann die ganzen Streamzeiten sind. Ja, Streamzeiten, es wird mehrere Streams geben, aber erst einmal spielen wir gegen Mindflash 07 mit meinem Kit tatsächlich. Ich habe einfach dieses Basic Kit, was ich schon mal hatte. Und ich denke, dass das damit ziemlich cool sein wird. Und vorab möchte ich aber sagen, nächste Woche wird dann das letzte Turnier sein, was wir quasi dann spielen werden. Erst einmal, also für vermutlich sehr lange Zeit. Und ich habe mich mal erkundigt bezüglich Verlosung, also was kann man gewinnen, wenn man mal gewinnt, GG. Und ich habe mal jemanden angeschrieben, hat mit von Timolia, das sollte ich machen. Ich hatte mit schon jemanden im TS gesprochen, mit einem Supporter. Ja, ich warte nur auf die Rückantwort. Das heißt, ich weiß nicht, ob nächste Woche es dann sein wird, dass man Premium gewinnen kann als Abschlussturnier. Mal schauen, es liegt nicht an meiner Entscheidung. Aber naja. So Leute, ich war gerade auf dem Timolia Teamspeak und habe mit einem Supporter geredet und ich habe eine sehr gute Nachricht. Es geht klar, derjenige, der am Sonntag das Turnier gewinnen wird, also das letzte Turnier, wird für einen Monat Premium bekommen und ja, das finde ich eine ziemlich coole Aktion von Timolia und das ist vielleicht nochmal ein Anreiz, dass jeder beim Turnier mitmacht. Mal schauen, na, da wisst ihr Bescheid. Ich hoffe übrigens, dass bei diesem Turnier wenig Leute Rot, Soup und Pot Kits genommen haben. Ich hatte jeweils immer, wenn gefragt wurde oder auch generell eigentlich darauf gehofft, dass Leute sowas nicht machen, weil sowas dann quasi Experten-Skill erfordert und ja, das ist sonst ein bisschen blöd. So, den haue ich da erstmal rein, ein bisschen weg. Und ich will halt nichts versprechen mit dem Premium, dass ich irgendwie jetzt sagen, yo, dann gewinnt ihr Premium und dann ist es doch nicht so. Also da werden wir auch, das wird dann, wenn ich das sage, ich werde das dann auf Twitter ankündigen. Also es gibt wieder einen Grund, mir auf Twitter zu folgen wie 3000 andere. Und wir haben die Runde gewonnen. GG, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde. Wir spielen gegen niemand. So. Und da ist eine Angel dabei. Als allererstes mache ich das hier mal. Warte, wenn er es mal dann sieht, dass ich die Angel wegwerfe. Das ist dann das Beste, was man machen kann. Hier, ich werfe die Angel weg. So. Dann weiß er, glaube ich, dass ich die Angel nicht sehen möchte. Und er hat sie auch weggeworfen. Sympathischer Boy auf jeden Fall. So. Ja, die Streamzeiten sollte ich vielleicht mal so langsam nennen. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, einmal einen PvP-Stream zu machen, wo ihr dann mit mir Minecraft PvP spielen könnt und Minispiele, einen Pistenhaus-Stream und einen Let's Play-Stream, wo ich irgendwelche Spiele, Let's Play, sei es Horrorspiele oder sonst irgendwas. Ich denke, dass das auch eine coole Idee ist. So, da haben wir uns beide ziemlich hart getroffen und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen auf den. Der hatte die Angel wieder. Wie dreist ist der Boy denn? So. Na, nice, wir haben es doch noch hinbekommen. Also, jetzt mein Kit, nice. Mittwochs wird es ab sofort einen Pistenhaus-Stream geben, mittwochs um 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Ist auch in der Beschreibung, also da könnt ihr dann direkt followen, wenn ihr einen Twitch-Account habt. So, und den logge ich jetzt erstmal ein bisschen weg. Oh, shit. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Vielleicht weiß er es nicht, aber er hat es vielleicht gewusst. Er hatte nur noch zwei Herzen. Das war ziemlich knapp. So, nochmal mit seinem Kit. Und ich werfe natürlich gleich die Angel wieder weg. Und zwar hier zeige ich ihm sogar, wow, weggeschmissen. So, dann lucke ich mich hier mal. Also, mittwochs um 20 Uhr Pistenhaus-Stream liegt daran, dass in Zukunft dann die Pistenhaus-Episoden quasi montags und mittwochs kommen, die wir samstags aufgenommen haben. Und die, dann werde ich noch eine Episode aufnehmen
Und die wird dann für Freitag sein. Die mache ich dann am Donnerstag meistens oder am Freitag. Und folglicherweise wird das dann dieser Stream sein. Dann donnerstags gibt es ein Let's Play. Der Grund, warum es donnerstags ist, ist, weil ich dann Zeit habe. Ich werde die dann sonntags hochladen. Dann passt das nämlich. So. Okay, jetzt ist er um die Ecke gegangen. Oh, jetzt kann ich auch mal essen. Dass ich dann quasi Zeit habe, das Ganze zu rendern und hochzuladen. Und ich denke, das ist auch ziemlich lustig. Also da werden wir dann auch Horrorspiele spielen. Und das findet auch wieder um 20 Uhr statt. Und er hat mit einem Herz gewonnen. Ich hätte angreifen müssen. Ich bin ziemlich scheiße. gut. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde. Wir spielen mit dem Kit von Wave Samu BNG Girl. So, und die Angel werfen wir erstmal instant weg. So, haben die alle, ich wollte schon sagen, haben die alle Unsichtbarkeit oder was geht hier ab? So. Okay, so, schauen wir mal. Okay, der kommt ein bisschen näher ran. Und meine Hotkeys sind ein bisschen komisch gelegt. Achso, es gibt noch, lol. Oh, ich wusste nicht, dass es noch Goldäpfel gibt. Mein Fehler, sorry. So. Okay, dann mache ich hier einfach mal das Feuerzeug hin. Dann, jetzt ist die Frage natürlich, wann ist der PvP-Stream, also Minecraft-Spiele halt. Und zwar der ist samstags um 20 Uhr. Das heißt, wir haben einmal Streamzeiten, mittwochs, donnerstags und samstags jeweils immer. Und ja, ich hoffe, das sind Zeiten, die akzeptabel sind. Müssen wir einfach mal schauen. Und ich habe meinen Hotkey falsch gelegt, fällt mir gerade auf. Sonst hätte ich tatsächlich vielleicht gewonnen. GG. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in die K.O.-Phase komme. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Schauen wir einfach mal. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Oder auch nicht. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde. Ja, wir haben es geschafft, in die Quali-Phase zu kommen. Und wir spielen gegen RDSG123. Und schauen mal, wie das so abgeht. Hallo? Ah, okay. Okay. Nee, kein Screen. Gibt's nicht, wenn Dings. Wenn in der Runde gibt's kein Screen. So. Na, ah, es fängt gerade an zu leckern. Ah, was ist da los? What? Okay, ich muss ein bisschen Backup gehen. Okay, so, so dürfte erstmal ein bisschen safe sein. Hey, ich habe die Brücke gesprengt. Brückensprengung like. Wann wurde mal eine Brücke gesprengt? So. Mal hier. Okay, ja, folgt mir gerade ein bisschen. Okay, das hat ihn ein bisschen gedamaged. Und das dürfte ihn auch gedamaged haben. Und das auch. Und das erst recht. Ah, der war ein bisschen zu aggressiv. Der hätte ein bisschen defensiv spielen müssen. So, nein. Das gibt's nicht. Gibt's nur in der, wenn man gewonnen hat und in der Rückrunde dann den Screen möchte. So. Okay, er versucht die gleiche Technik wie ich. So. Okay. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Oder er denkt, ich habe viel mehr Damage genommen. Das war ziemlich unnötig von mir, da so zu sterben. Aber GG. Und das Varro-Kit, tatsächlich ein Kit, was ich sehr, sehr gut spielen kann. Das heißt, es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass ich gewinne. Weil ich weiß, wo es bei diesem Kit drauf ankommt. Okay, komm. Komm. Oh, jetzt ist er ein bisschen. Okay, das kann ich auch. Das ist kein Problem. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf ihn drauf. Da hat er uns beide jetzt ein bisschen geschwächt. Das ist kein Problem. Das finde ich sogar ziemlich gut. Ja, okay, jetzt gehe ich ein bisschen Backup.
Mach eben das schnell und dann habe ich wieder das Zeug in meiner Inventarleiste, was ich ziemlich brauche. So. Und gebe hier mal eben die Kombos. So, jetzt wird hier einfach mal auf ihn drauf geschossen, was das Zeug hält. Okay, jetzt kann ich auf ihn drauf. So. Nice. So wird das gespielt, Leute. GG. Damit haben wir den Kampf gewonnen und sehen uns dann in der nächsten Runde. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde. Wir spielen gegen Tomatenbauer. Okay, ich versuche gerade, mir einen richtig schlechten Witz zu überlegen, aber es funktioniert nicht. So. Okay, jetzt haben uns beide einmal gedamaged, aber ich stärker als er. So. Oh, das war richtig nice von ihm platziert, gebe ich zu. Das war sehr, sehr strategisch krass. Oh, da gibt er mir die Snowballs-Hits. Gibt es ja tatsächlich in manchen Kits so Schneebälle. Okay, verschieß bitte noch mehr, danke. Okay, er geht ein bisschen backup. Gut, ich gehe ein bisschen backup. Das ist nicht schlecht. So. Er hat aber lang gebraucht. Der müsste jetzt Damage haben. Komm. Okay, sehr gut. Der hatte Damage. Halbes Herz oder so bestimmt. GG. So. Weiter geht's in die nächste Runde. Hier muss man einfach nur Tempo gewinnen. So, das macht Damage. Weg hier. Mein Aim ist on point, Leute. Oh, das war heftig. Nice. GG. Dann haben wir das auch geschafft. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und da sind wir auch in der nächsten Runde. Ich bin gegen Anyhard, das Eule. Und boah, meine Güte. Was ist gerade los? Oh. Oh mein Gott. Die Frames droppen gerade wie der Bass bei David Guetta oder weiß ich was. What the fuck? Ich muss mal neu laden lassen. Okay, jetzt geht's wieder. So. Perfekt. Okay, es geht einigermaßen, aber ist noch nicht perfekt. Mann. Er spielt halt irgendwie gerade ziemlich schlecht, oder? ich habe nicht das Gefühl, dass er gerade gut spielt. So. Ich gehe einfach mal ein bisschen zurück und kann mich vielleicht dadurch ein bisschen regenerieren. So. Okay, tschüss. Ich bin mal in die Höhle, ne? Bin ich eigentlich nicht, aber jetzt soll es denken. Haha. Okay. Gleich komme ich hier so rausgestürmt. Pass auf. Haha, it's a prank. Oh. Okay, jetzt habe ich ihn zurückgekickt. Oha, okay. Jetzt pass mal auf. Schaut euch den Move an. Habt ihr den Move gesehen? War der nicht gut, Leute? Okay, der war schon echt krass, oder? 10 out of 10. 10 out of 10. So, erstmal jetzt hier hoch. Gut, jetzt kommt er da erstmal nicht mehr hoch. Der soll hier mal versuchen hochzukommen. Haha, so easy geht das nicht. Ich muss ein bisschen regenerieren. Ja, das ist eine scheiß Technik, aber muss ich machen. Sonst gewinne ich das Ding nicht. Ich muss gewinnen, Leute. Na, okay. Der baut sich eine Mauer, oder wie? Jetzt macht er den Trump-Mode. Oder? Ja, jetzt geht er hier hoch. Dann gehe ich von hier aus mal ein bisschen auf ihn drauf. Okay, das war ziemlich schlecht von mir. Ah, jetzt können wir mal ein bisschen angreifen. Ich meine, ich habe ja immer noch... What? Die Potion. Nice. Okay, gut. Dann haben wir die Runde doch noch irgendwie gerissen. Auch wenn das ziemlich läppisch von mir war, gebe ich zu. So, können wir.
Okay. Oh, die war verworfen. Das ist nicht gut. Jetzt hat er nämlich noch seine Potion, die er ziemlich strategisch einsetzen kann. Na, er hatte noch 3,5 Herzen. Mann! So, jetzt geht's los mit seinem Kid. Okay, das ist à la Wakba. Alles klar, was ist das denn hier? So, gut. Geht's los. Wäre nett, wenn er keine Angel verwenden würde. Das soll eigentlich das Zeichen sein, aber okay, wenn er meint. Ups. Hat man noch ein bisschen Wasser? Ja, hat man. Okay, gut. Dann esse ich mal ein bisschen. Niemand fistet mich so heftig. Go, zurück mit dir in dein Löschlein da. What the fuck? What? What? Oh mein Gott. What the fuck war das denn, bitteschön? Oh mein Gott. Ja, nice. Gut, dann sind wir auch direkt im Finale zwischen Vigi und Anyhard, das Eule. Und Tatsache, er hat ein Subkit mitgebracht und hat damit... und hat damit eigentlich den Sieg reingeholt für sich selber, wenn er gut in Soup ist. Ja, mal schauen, wie das so enden wird zwischen den beiden Boys. Annie hat das Eule, kann glaube ich auch zoomen. Ich hoffe einfach mal, dass das Kit von Annie hat das Eule das nächste Mal ankommt. Das hat mir schon ein bisschen besser gefallen und ging schon ziemlich ab, muss man mal sagen. Aber ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welchen Streamtag ihr denn gut findet, wo ihr sagt, yo, den Stream werde ich mir reinziehen, oder sagt ihr, oh, deine Streams sind scheiße, die schaue ich mir gar nicht an. Nee, es ist jetzt so, dass ich besseres Internet habe und ich habe ja mal einen Teststream gemacht mit Fabi, wo ich ein bisschen Don't Starve gespielt habe. Und ich muss sagen, es ist echt eine enorme Verbesserung und das kann man sich jetzt echt geben. Und ihr könnt ja auch mal schreiben, welchen Stream ihr schauen werdet, wo könnt ihr nicht. Und ja, das wäre mal cool, wenn ihr das mal schreiben könntet. So, das Battle zwischen den beiden Boys müsste jetzt auch langsam zur Neige gehen. Nicht aufgrund der Subs, sondern weil die schon ziemlich wenig Rüstung haben. Und ich glaube, Vigi wird hier mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Boah, das kann man jetzt mittlerweile echt sagen. Oh mein Gott, das ist ja mal richtig krass. Aber das passt eher. Oh, nice. GG. Das passt ja. Oh, nice, sie haben das Kit. Das passt ja eher, wenn man dem Gegner das Schwert abmurkst und den dann killt. Das ist ja mit den eigenen Waffen geschlagen, glaube ich. Also würde ich es schon eher sagen. Aber das finde ich hier viel passender. So, Vigi macht den Trump-Mode und Anyhard schießt ein bisschen gegen die Wand. So, beide spammen die Angel und treffen nicht einmal. Sowas finde ich immer total genial. Oder schubsen einfach nur die ganze Zeit nach hinten. So, also ich krieg Augenkrebs, wenn ich sowas sehe. Ja, okay. So, und Vigi, what? Was ist hier los? Ja, ich glaube, der Schlüssel besteht darin, den Gegner anzuzünden und ihm sein Wasser wegzunehmen. Beide essen ein bisschen. Das war clever von Vigi, da zu sagen, nee, ich esse nicht weiter, sondern greife ihn an. Oh, habt ihr diesen Kick gesehen? Das war ja mal richtig heftig. So,
Hey, Kick in der Luft. So, da kommt, geht er durch die Lücke. Und dann wieder ein bisschen Angeln geschmeißt. Und wollen die angeln gehen? Hier ist aber gar kein Wasser. Wir müssen schon Wasser platzieren. So. Vigi überprüft, ob denn seine Lava nicht backt. Und, oh, das ist natürlich auch ziemlich krass, die Kombo. Er versucht ihn jetzt, glaube ich, mit Lava zu umzingeln. Das war ein schneller Move. Anyhard wird kurz in Lava. Oh, das ist schlecht für Vigi. Oh, was ist da los? Das Wasser ist aber noch da. Es ist immer noch da, aber er hat er wird jetzt weggeschleudert. Haben wir denn hier noch... Okay, beide haben noch genug Wasser, also das ist gar kein Problem für die beiden. Ja, schauen, wie es mit dem Leben bald aussehen wird. Noch ist es... Anyhard hat viel mehr Leben verloren. Alter, wie die keinen Knockback kriegen, Alter. Schaut euch das mal an. Das ist ja mal richtig krass. So. Okay, beide gehen ein bisschen auf Backup und es müsste sich langsam mal der Kampf zum Ende neigen. Ich habe schon den Kampf erhöht auf 3 Minuten statt 2 Minuten. Also wäre der Kampf schon seit 1 Minute vorbei gewesen. Das heißt, jetzt müssen wir einmal ein bisschen Action machen. So. Und wie das aussieht, wird das ein Sieg für Vigi. Nein! Für Anyhard. Und Anyhard hat somit das Turnier gewonnen. Und wir fordern ihn einfach mal heraus. So. Hat er mich jetzt herausgefordert zuerst? Ja, er hat mich tatsächlich herausgefordert. Aber ich finde sein Kid sowieso viel cooler. So, dann machen wir mal... Was machen wir? Nehmen wir mal das? Ach ja, können wir mal machen. Hi. Okay, er will kämpfen. Okay, alles klar, gut. Wie wär's mal mit ohne Angel? Oder auch nicht? Ah, okay. Ja, ich hätte dich ein bisschen in der Zeit, ne? So. Jetzt macht ihr den Angel-Move oder wie? Ja, macht ihr natürlich. Ich nutze das halt lieber mit dem Bogen, anstatt sowas zu machen, was halt irgendwie ziemlich ekelhaft ist. Ah, oh, der zündet sich sogar selbst ab, der mit seiner Scheißangel. Nö, mache ich nicht mit. Tut mir leid. Habe ich keine Lust drauf. Nö. Pass auf, ich mache einfach so. Und dann machen wir so Eckenkampf. Das machen wir jetzt einfach. Wir treffen uns hier jeweils immer so um die Ecke. Ja, komm hier rein. Hi. Da kann es mir auch nicht so krasse Kombos geben. Oh, wer verliert jetzt? Guck mal, guck mal. Wer kriegt jetzt die Lava erstmal in die... Lol, nice ausgewichen auf jeden Fall. Jo. Jetzt wird getankt, Leute. Huch, hi. Huch. So. Kannst du mal mit deiner Angel aufhören? Die ist richtig ekelhaft, unnormal unter Dingsbums. Alter, würde ich lachen, wenn ihr jetzt verliert. Da würde ich so lachen, Alter. What? 8 Leben, okay, das ist echt krass. Gut, GG. das war jetzt aber nochmal ein Kämpfchen am Ende. Gut, also am Sonntag wird es dann nochmal eine Runde geben. Ich überlege gerade, welches Kit wir machen. Macht mal einen Vorschlag in die Kommentare. Als letztes Kit und ich lasst euch überraschen, was ich mir fürs Finale überlegt habe. Überlegen werde. Und also schreibt mal Vorschläge in die Kommentare. Kann auch das eigene Kit sein, wie das übliche halt dann. Und ja, dann wird es eventuell um Premium geben nächstes Mal.
Schaut wegen der Verlosung halt auf Twitter. Ich gebe euch dann Infos. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche allen noch einen wunderschönen Tag und sage tschö. Bis dann und man sieht sich.